So, hallo, wir machen weiter. Bei Portal 2 Reloaded. Letztes Mal hatten wir diesen großen Raum mit den zwei Lasern und den zwei Blöcken und so weiter und so fort. Jetzt geht's immer noch weiter. Das sieht übrigens. Nee, das war einfach nur dunkel, okay. Ach so, ja, oh, okay, ja, es kommt erstmal der Quatsch. Wobei auch hier natürlich, wir wissen es, manchmal plötzlich was anderes passieren kann als erwartet. Irgendwann bricht dieses Ding hier vielleicht zusammen oder keine Ahnung. Irgendwas wird hier irgendwann mit so einem Ding passieren. Bin mir sicher. Im Moment sind es wirklich nur die Transportmittel. Aber irgendwann wird irgendwas mit so einem Ding passieren. Wir werden sehen. So, Testkammer 19 steht uns jetzt bevor. Vielleicht. These light Die bridges Brücke. are great for traversing over Oh deadly ground. nein. As with the lasers, you will often only have one of these at your disposal, so use them wisely. Natürlich, die Brücken gibt's ja auch noch. Es kommen bestimmt noch diese Transporttunnel. Oh Gott, Hilfe, nein. Oh Gott, Hilfe, nein. Jetzt gibt's erstmal Überbrückung. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Möchte nicht. Hier ist nichts Spezielles. Und an sich sieht die Zeit relativ gleich aus wie die Zeit. Also kann ich erstmal den typischen Weg so bauen. Wie man das halt kennt, nicht? Irgendwie muss ich da hinkommen. Ach so, ich kann ja immer das Portal umsetzen, ne? Ich kann jetzt ja sozusagen hier sagen, hier, und dann kann ich hier. Dann ist es doppelt und dreifach. Dann können wir uns freuen. Und dann kann ich das zum Beispiel auch da oben jetzt rausschicken und kann da hoch mal gehen. Dann ist hier ein Schalter. Wenn man den drückt, geht die Tür auf. Okay, das will ich sozusagen. Das ist mein Ziel. Ich kann aber auch hier eine Brücke bauen. Und dann hier. Und dann komme ich an den Würfel, wenn ich in der richtigen Zeitlinie wäre. Ups. Bin in der falschen Zeitlinie, Guys. Nein, ich war in der richtigen. Unangenehm. War in der richtigen Zeitlinie. Ich muss ja erstmal. Das war nicht so klug. Gebe ich gerne zu. Vertun wir uns einfach den Scheißwürfel, wie ich es vorhin auch vorhatte. Nur jetzt in der richtigen Zeitlinie. Wie wär's damit, ha? Das wäre doch eine Idee. Mensch.
Hey, und wir haben jetzt im Prinzip schon wieder zwei Würfel zur Verfügung. So, nämlich den und den in der Vergangenheit. Kuckuck. So. Würfel Nummer 1 muss da auf den Schalter. Würfel Nummer 2 muss da drauf. Warum eigentlich? Weiß es nicht. Da muss irgendwie... Wahrscheinlich geht da ein Portal durch oder kein... Ach so, ja, wahrscheinlich. Okay. Ich kann ja einfach schon mal hier hinlaufen. Dann da zumindest den Würfel setzen. So. Der würde dann richtig liegen. Dann kann ich mir auch den wiederholen. Ach so. Oder wir müssen diesmal in der Vergangenheit hier durchkommen. Nee. Nee, in der Vergangenheit ist keine Option, weil da komme ich nicht darüber. Wir sind fertig. Krieg ich den jetzt hier draufgesetzt, sodass der da auch drauf bleibt? Vielleicht, wenn ich das ein bisschen weiter rübersetze? Kann ich das ein bisschen weiter rübersetzen? Kann ich das nur so mittig setzen? Kann ich das Orange ein bisschen anders setzen? Kann ich das Orange ein bisschen... Ach so. Stimmt, ich kann es nur in der Zeit machen, weil ich muss ja beide drücken. War dumm, was ich gedacht habe. Aber so müsste es jetzt ja funktionieren. Jetzt kann ich ja... Ich muss eigentlich nur noch... Ah, so setze ich den wieder weg. Ja, I see. So setze ich den wieder weg. Ist da unten auch? Da unten ist auch eins. Sehe ich von da unten darüber? Ja. Theoretisch sehe ich darüber. Ich habe das Gefühl, ich hab's fast. Ich weiß gar nicht, warum ich noch... Was jetzt noch mein Problem ist. Das kann ich nicht anders setzen. Ganz, ganz wegsetzen. Das kann ich tun. Das ist eine ganz stabile Geschichte eigentlich. Ach, ich bin ja dumm. Von da unten müsste ich das doch auch kriegen.
Der liegt jetzt da. Aber sobald ich jetzt hier oben nochmal so ein Ding mache, wäre es doof. Das darf nicht passieren. Was ich aber machen kann, ist... War das Falsche? Oh, ich kann wieder davor laufen. Oder eben von hier aus müsste ich die beide kriegen. Ja, von hier aus kriege ich die beide. Na, das war ja einfacher als gedacht. Ach so. Jetzt müssen wir halt da sein. Fast. Würde ich mal sagen. Knapp daneben ist im Moment leider auch nochmal vorbei. Ich müsste trotzdem relativ nah dran sein an der Lösung, würde ich jetzt mal vermuten. Ganz vorsichtig. Was übersehe ich noch? Wahrscheinlich nochmal irgendwas mit der Zeit. Aber was und wie? Das da oben kann weg. Das da oben ist nicht mehr nützlich. Ich glaube, in die Mitte hier muss der Würfel. Bin mir aber noch nicht so sicher, ob das Sinn ergibt. Ich habe es ja bisher nur in der Zukunft geschafft, da oben zu sein. In der Gegenwart war ich da noch nicht, weil ich da die Portale nicht so hinbekommen habe. Ich müsste jetzt da drüben sein und hier durchlaufen. Geht das gleichzeitig? Jetzt wäre ich hier. Mal einfach rausspringen. Ist das weit genug? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eine schlechte Idee. Wait, da ist noch... Was ist denn da noch für eine Bedingung? Wait, was ist denn da noch für eine Bedingung? Da ist noch eine Bedingung. Ist da noch ein Schalter? Das wäre schlecht. Ich sehe die zweite Bedingung nicht. Ja, oh, da ist noch eine Bedingung. Okay.
Kann ich mir mal diese andere Bedingung angucken? Geht da irgendwo in die Ecke. Die sehe ich so nicht. Oh, ich kann sie mir aber trotzdem mal angucken. Das ist zwar jetzt ein bisschen doof. Oh shit. Ah, shit. Das sind nochmal Portale. Okay. Das heißt, ich will eigentlich nur einmal den... Ja. Okay. Aber jetzt kann... aber jetzt bin ich ja hier gewesen. Jetzt kann ich ja in die Zeit zurück. Und da ist ja der schon richtig. Ja, jetzt haben wir es doch. Jetzt ist es doch nur noch holen und zurück. Es ist doch alles cool. Ich mache hier die Portale wieder weg, dann kann ich mir hier den... Ich muss aufpassen. Habe ich jetzt das Portal da drüben noch drin? Oder habe ich es jetzt versaut? Ich habe das Portal gerade verloren, ne? Yikes, ich habe das Portal gerade verloren. Was ich da oben hatte. Ah, das ist nicht gut. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht, was ich wollte. Okay. Nochmal. Ah, shit, ich habe hier keine Brücke. Ah, das ist gar nicht gut. Ich muss das nochmal kurz angehen. Moment. Ohne den zu berühren. So. Entschuldigung. Das war nicht ganz, was ich wollte. Aber es ging in die Richtung. Cool. So. Wo ist es hin? Ach so. Ah ja, stimmt. Ich habe ja nur... Ich müsste ihn ja nur resetten. Der muss da weg, weil jetzt habe ich ja das Portal. Also theoretisch... Oh, scheiße. Okay, das Orangene ist jetzt hier. Das Orangene ist jetzt hier. Also das... Ja. Jetzt habe ich aber keine Möglichkeit. Ich kann die nicht nebeneinander setzen. Das ist nämlich ärgerlich. Hier kann ich die nicht nebeneinander setzen. Das hätte ich allerdings gern getan. Aber ich kann sie da nicht nebeneinander setzen. Ich darf jetzt halt dieses Portal, was ich da drüben habe, das darf ich nicht verlieren. Natürlich.
Natürlich, ich mache einmal hier den hier. Das sorgt dafür, dass der verschwindet. Jetzt liegt der da drüben. Jetzt kann ich mir den holen und zurückgehen. Hier ist er gedrückt. Good thinking. Hier ist er gedrückt. With all this talk about time travel, do you ever question the meaning of it all? Do your actions have any consequences? Or are we all just following the deterministic path of the universe? Ja, du willst irgendwie, dass ich die Zukunft verhindere, so wie sie aussieht. Vermute ich mal. Am Ende sind wir es selbst, der die Zukunft wahrscheinlich so beeinflusst. Aber wir werden sehen. Here's a fun experiment. Listen carefully. The next thing you will do is jump in 3, 2, 1. It appears that nothing is predetermined or in any way predictable. Dachte jetzt, ich gehe mal lieber zurück. Okay, er macht mir Angst. Okay, da bricht doch gleich wieder irgendwas zusammen. Oh, das gefällt mir nicht. Was wäre eigentlich, wenn ich so gesprungen... Ja, was wäre eigentlich, wenn ich so gesprungen wäre? Hätte dann auch gesagt, okay, du bist gesprungen. Man weiß es nicht so genau. Geh. Okay. Oh boy. Testkammer Nummer 20. Ja, das wird leider noch dann auch noch eine Testkammer geben mit den Tunneln, ganz, ganz sicher. Oh Gott. Und mit Gel. Oh Schande. Das wird noch richtig, richtig böse. So. Das dachte ich mir. In der Vergangenheit ist es, in der Zukunft ist es alles anders, weil es da diesen Laser da oben schon mal nicht gibt. Die Brücke gibt es überall. Ich habe also eine Brücke sowohl in der Zukunft als auch in der Gegenwart. Das ist doch schon mal eine interessante Geschichte. So, was macht dieser Schalter da? Ah, der holt einen Würfel. Wo springt der Würfel so hin? Ah. Verstehe. Ich wollte ihn so ein bisschen aufhalten, es hat nicht funktioniert. Kann ich den aufhalten? Ich kann das Ganze natürlich auch in der Zeitlinie probieren. Aber da sieht es auch nicht viel besser aus, ne? Ah, deswegen ist das Ding oben. Okay, ich verstehe, das macht der Laser. Interesting. Okay, ich muss eigentlich nur da hochlaufen.
Da ich ja hier noch alle Portale habe, kann ich doch eigentlich einfach den hier machen. Und den. Wait, ist das komplette Ziel einfach da hochzukommen? Ist das mein Ziel? Ich muss nur da hochkommen? Das ist mein Ziel? Das scheint mein Ziel zu sein. Okay, wie kann ich jetzt... Jetzt ist der wieder nicht an. Jetzt funktioniert. Ja, das wollte ich. Geht doch. So, hier, zack. Dankeschön. Zu gütig. So. Der Orangene ist da drin. Der Orangene ist da. Ich hoffe, das funktioniert. Ich falle jetzt nicht runter. Sehr gut. Ganz richtig, glaube ich. Sehr schön. So. Ich kann halt nicht gleichzeitig schießen und Dings machen. Das ist ein bisschen ungünstig. Also ich will den halt irgendwie blockieren. Kann ich das demonstrieren, wenn ich den blockiere? Nee, kann ich nicht. Reicht nicht, um da hochzukommen. Schade. So könnte ich höher springen. So könnte ich höher kommen, Stück für Stück. Aber so geht der Würfel nicht mit. Das ist das Problem. Okay. Folgendes. Ich verstehe schon grob, was passieren soll. Glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. Ich brauche erstmal natürlich auch den Würfel in der
in der Gegenwart. Das ist schon mal ganz klar. Wie komme ich an den am schnellsten ran? Es wäre sogar besser, wenn ich den in der Gegenwart hätte und nicht den hier. Ich muss eigentlich einfach genau das Gleiche machen in der Gegenwart, wie was ich in der Zukunft gemacht habe. Das ist eigentlich schon alles. Weil die Dinger kommen ja aus jeder Zeitlinie. Genau, die kommen ja aus jeder... Ah, das war dumm. Egal. Alles gut. Ich sage euch kurz, was mein Plan ist. Mein Plan wird es sein, auf irgendeine Art und Weise, wenn ich hier drücke, geht der runter. So. Das heißt, da muss ein Würfel drauf liegen. So. Ich muss also auf dieses Ding drauf. Und wenn ich da drauf bin, muss der Würfel da verschwinden. Das heißt, hier muss auf jeden Fall der Würfel aus der Zukunft liegen. In dem Moment, wo der Laser unterbrochen wird, geht dieses Ding runter. Sobald der Laser wieder durchgeht, geht dieses Ding hoch. Und damit ist im Prinzip schon klar, was grundsätzlich wir tun wollen. Wir müssen es nur noch umsetzen. Wie hatte ich das jetzt vorhin gemacht? Ich hatte hier... Ach so. Ich habe den hier hinzusetzen. Dann mache ich hier das Ding auf. Dann ist der jetzt passend und ich setze den anderen da oben hin. Und dann kann ich hier drücken. Und kann... Ah, ist ja doof, dass der jetzt da oben ist. Da laufe ich ja 3 Jahre. Das muss anders. Wie habe ich das vorhin gemacht? Wie bin ich denn da direkt rübergegangen? Ah, ich hatte hier das Portal. Da habe ich den rausgeschickt. Genau, da habe ich den rausgeschickt. Und zwar so. Das war das falsche Portal. Und jetzt konnte ich den da oben hinsetzen. Und dann hier drücken und so. Okay. Und das muss jetzt umgekehrt auf der anderen Seite machen. Das heißt, ich muss den hier, genau, den hier durchschicken. Und jetzt muss ich hier mein blaues umsetzen. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Das hat nicht hingehauen. Also, ich hol den aus der Vergangenheit, aus der Zukunft. Der hat mit dem jetzt ja nichts zu tun. Ach so. Aber das orangene Portal hat mit dem aus der Zukunft was zu tun. Ah, das geht hier nicht so, wie ich das in der Zukunft gemacht habe. Das geht in der Gegenwart nicht so, wie ich das in der Zukunft gemacht habe. Da muss ich eine andere Methode finden. Da muss ich eine andere Methode finden.
Aber so aufhalten kann ich den nicht, so wie jetzt, ne? So dass dann hier so ein Ding hochgeht. Oh, wait a moment. Kannst du den Laser aufhalten? Ne, der geht durch, ne? Okay, das musste ich jetzt kurz mal testen, weil das wäre natürlich eine ganz andere Geschichte dann geworden. Ne, also kann ich natürlich nicht aufhalten. Hätte mich auch gewundert, tatsächlich sogar. Ja, das Ding ist, hier funktioniert das. Hier kann ich praktisch den drücken und den... den fangen. So, das kann ich hier tun. Oh wait, dann kann ich hier auch ganz nach oben gehen. Ich weiß nicht, was ich hier will, aber ich kann's. Ist ja auch was. Ja, ne, ist ja auch was wert. So. Will ich das ja aber gar nicht hier haben. Sondern da drüben. Wait a moment. Du wartest mal hier. Von hier sehe ich die Dinger da oben nicht. Allerdings sehe ich den da. Also hier kann ich theoretisch so ein Ding hinsetzen. Und jetzt habe ich den auf dem orangenen Knopf. Oh! Die habe ich nicht gesehen! Sind die in der Vergangenheit auch? Du gegen... meine ich schon. Die sind da auch. Ich hab das falsch aufgehalten. Das ist egal. Dann weiß ich jetzt, wie ich das Ding aufhalten kann. Ach so. Ach so. Das geht ganz anders. Ja, sag das doch. Hier habe ich nicht gesehen, die an der Decke. Ja, das macht natürlich jetzt alles anders. Weil dann kann ich jetzt natürlich Folgendes tun. Dann kann ich einmal hier ein Portal rübersetzen. Die Frage ist, bin ich schnell genug? Dumm. Ich muss es von da machen. Dass ich da direkt rein und raus kann. Logischerweise. Weil dann kann ich jetzt hier drücken. Dann kann ich hier hingehen, kann den hier aufhalten. Dann kann den hier fangen. Dann könnte ich mir den holen, wenn es jetzt funktioniert hätte. Ja, das macht natürlich alles viel einfacher. Oh mein Gott. Ich habe die nicht gesehen. Ja, okay. Alles klar, kriegen wir hin. Gut, dass ich die jetzt gesehen... Oh mein Gott, das wäre es gewesen, ne? Wenn ich die nicht realisiert hätte, ich glaube, ich würde hier ewig dran sitzen. Ja, da wäre ich gewesen. Okay, kriegen wir hin. Gar kein Problem. Wait, dann kann ich doch sogar den hier... Dann muss ich das ja nicht mal aufhalten mit der Luft. Kann ich auch einfach mir den selber fangen wieder. Ja. Ja, machen wir das doch so. Ich finde das selber fangen, finde ich stylischer. Das selber fangen viel stylischer.
zu langsam. Ha! Gotcha! So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sind wir eigentlich... Nein! Fertig. Okay. Eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Ja, dann kann ich jetzt auch den holen. Wie gesagt, der muss hier hin. Dann fährt es jetzt nämlich runter. Und sobald ich den bewege, geht es wieder hoch. So, das ist das Ding. Okay. Also, eigentlich jetzt eine simple Geschichte. Eigentlich dürfte es jetzt nur noch eine simple Geschichte sein. Passt auf. Ich glaube, das Schwierigste habe ich gemeistert. Ich habe jetzt ja hier... Jetzt erstmal wieder hier hin mit dem Würfelchen. Ich hoffe, dass ich den nie wieder kaputt... Wenn ich den jetzt irgendwie kaputt mache, muss ich ihn mir halt neu holen. Ist aber auch nicht so die Dramatik, den jetzt neu zu holen. Und jetzt kann ich doch hier einfach jederzeit da hochgehen. Und kann auch hier den einfach stoppen. So, und jetzt ist doch die Nummer durch. Oh mein Gott. Der fällt effektiv. Fällt der genau darunter? Wie sich der Würfel nicht entscheiden kann, wo er fallen will, ne? Okay, der fällt theoretisch genau darunter. Aber wieso ist der jetzt eigentlich... Hä? Wieso ist der jetzt an? Da liegt doch gar nichts drauf. Denkt der, dass da jetzt was drauf... Ach so, der ist an, wenn... Ah! Der... Okay. Ihr drückt bitte... Okay, das ist genau andersrum. I see. Okay. Ja, ja, dann muss ich jetzt ja nur noch Folgendes tun. Nee, die Reihenfolge passt jetzt nicht, ne? Jetzt liegt der hier drauf, das ist gut. Die Reihenfolge passt nicht, ich glaube, der muss oben sein. Weil... Ich will jetzt ja, dass dieses Ding muss jetzt hochfahren. Dafür muss ich den wegmachen. Aber in dem Moment, wo ich den wegmache, fährt das Ding auch schon hoch. Ich kann es kurz demonstrieren, was ich meine. Es war kurz oben. Ist jetzt einfach daneben gefallen? Ah ne, der darf da nicht drauf landen. Ich muss den fangen. Ich hab's verstanden. Oh, viel zu hoch. Also, ich muss den fangen. Der darf nicht... Okay, das ist ja kein Problem. Den kann ich einfach hier drauf fallen lassen.
Ja, das... Sorry, das war dumm. Ich weiß. Oh, nicht ins Wasser. Aber selbst das wäre jetzt nicht das Dramatischste. Also ich kriege ihn ja wieder. Ich habe es theoretisch gelöst. Ich muss es nur noch umsetzen. Also ich glaube, dass ich es theoretisch gelöst habe. Vielleicht habe ich auch noch einen kleinen Denkfehler. Das kann durchaus sein. Ich sollte den nicht so weit fallen lassen. Ich muss den ja nur ein ganz kleines bisschen. Der muss ja nur ein ganz kleines bisschen fallen. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Das ist das Ding. Ich habe es halt wieder viel zu stark übertrieben. Nee, ist ja ein. Ich kann ihn ja... Ja, okay. Ja, okay, aber ich habe halt da nicht... Ja... Verstehe schon. Ich kann es hier rausholen. Da kann ich es einfach nur ein Stückchen runterlassen. Nee, Moment. Nee, stopp. Folgendes. Der muss ja gedrückt... da muss einer drauf sein... Es ist doch andersrum, oder? Es ist doch andersrum. Ich glaube, es ist andersrum. Der geht hier drauf. Der kommt mit. Mit. Du blockierst diesen Laser. Bedeutet, ich kann hier drauf. Jetzt darf nur die hochfahren. Hier darf sich noch nichts bewegen. Hier darf sich noch nichts tun. Jetzt kann ich hier drauf. Und jetzt muss der weg. Ja, aber... Der wird nicht von selbst verschwinden, nur weil der da runterfällt. Jetzt liegen es halt beide da. Der müsste jetzt verschwinden. Das ist das Ding. Aber erst nachdem der Laser wieder entblockt ist. Okay, ich habe noch ein kleines Organisationsproblem. Ich habe noch ein winziges Organisationsproblem. Aber sonst ist alles gut. Ja, der ist nämlich... Der ist da ziemlich fest. Der geht da auch nicht mehr weg. Der hat da gar keinen Bock drauf. Verstehe ich auch. Würde ich auch nicht wollen. Oh. Ich habe hier noch was anderes. Ich habe hier noch sowas. Sollte das irgendeine Bedeutung noch haben? Möglicherweise. Nee, eigentlich dürfte das keine Bedeutung haben.
Es ist doch jetzt nicht mehr, ich kann doch jetzt nicht mehr, also ich bin doch jetzt echt, eigentlich, glaube ich zumindest, denke ich, nah dran. Da ist doch nicht mehr jetzt viel, was ich noch falsch mache. Wir probieren mal was anderes. Machen wir es mal auf der Höhe. Ich muss noch mal kurz nachdenken, was wie genau die Reihenfolge ist. Also, als erstes muss der Laser blockiert sein. In dem Moment, wo der Laser blockiert ist, kann ich da drauf. So, dann muss die Blockade des Lasers aufgehoben werden, damit dieses Ding hochfährt. Gleichzeitig darf aber dieser Würfel hier noch nicht verschwinden, der da drauf drückt. Oder der drückt erst nachher drauf. Ah! Versuch. Ich hab eine Idee. Und wieder. Ja, ich habe schon wieder eine Idee. Den brauche ich hier. Beziehungsweise den brauche ich hier. Also, ich meine, hier. Der macht alles. Der löst sowohl den Laser aus, als auch, dass er den Schalter nachher drückt. Weil der kann ja da runterfallen. Und wenn der auf dem Schalter drauf liegt, dann nutze ich den anderen Würfel, um alles wieder rückgängig zu machen. Ah, okay. Na, dann... Wenn der sich jetzt natürlich... Lag das jetzt daran, dass der runter... Es lag daran, dass der runtergefallen ist, ne? Das lag nicht daran, dass die Plattform sich bewegt hat. Ich glaube, das war jetzt einfach dumm, weil der Würfel runtergefallen ist. Ich glaube, wenn der so liegt, dürfte das nichts ändern. Ich glaube, das wird sich nur ändern... Also, wenn der hoch und runter fährt, macht es den schon kaputt? Ah, kann ich so nicht testen. Muss ich mit dem Laser testen. Das wäre natürlich nicht so cool. Weil dann habe ich noch ein kleines Gedankenproblem. So, das ist die Frage, geht der kaputt, wenn der jetzt rumfährt? Der geht kaputt, wenn der rumfährt. Okay. Okay. Das ist noch nicht das Optimum. Muss vielleicht... Oh. Aber am Ende darf hier keiner drauf sein, damit dieses Ding hochfährt. Das heißt, der Würfel, der auf dem landet, muss verschwinden. Damit der Würfel da drauf aber verschwindet, müsste eigentlich theoretisch das der Zukunftswürfel sein, dass der verschwinden kann. Sonst kann der nicht verschwinden. Das ist das Ding. Wenn er aber zu bald verschwindet, komme ich nicht mit dem Teil hier hoch. Es ist noch nicht optimal. Wir sind nah dran. Wir haben noch nicht die vollständige Wahrheit entdeckt.
Was muss ich noch ändern? Eine Sache muss ich noch anpassen. Irgendwas ist noch nicht ganz richtig. Ja, eine Sache ist noch nicht... Am Ende muss ich es in der Zeit machen, aber das kann ja nicht sein, weil ich habe ja hier keine Möglichkeit, das Ding hier hochzufahren. Also da kommt ja kein Laser her. Und ich kriege den Laser auch nicht irgendwie geportet. Na, der ist... Nee, der ist fest. Der ist fest, der geht gegen keine Wand. Also ich muss das schon in der Zeit hier machen. Aber vielleicht brauche ich mehr Brücken. Was ist mein Fehlerchen noch? Was ist mein Denkfehlerchen noch? Ich war nah dran. Ich habe den hier hingesetzt. Jetzt fährt das Ding runter. Wenn jetzt der bewegt wird, dann hat sich das erledigt. Ich muss hier drauf kommen und dann den bewegen. So. Aber um da drauf zu kommen, muss der Laser geblockt werden. Den Laser blocken kann ich schon die ganze Zeit. So. So konnte ich den Laser schon eh und je blocken. So. Jetzt ist das Ding ganz unten. Jetzt ist das Ding ganz unten, jetzt könnte ich hier problemlos drauf. Wenn ich jetzt den da wegmache, also zum Beispiel so, dann fährt das Ding hier hoch und das Ding ist aber noch nicht richtig. So. Wenn ich den jetzt ganz runterfallen lasse, dann landet er am Ende auf dem Schalter, das Ding fährt runter und jetzt müsste er weg. Jetzt müsste dieser Würfel weg. Und dann wäre alles gut. Jetzt müsste dieser Würfel weg. Wenn es der Vergangenheitswürfel, der Zukunftswürfel wäre. Lol. Roll runter! Roll runter! Mach's nochmal! Roll einfach runter! Ja, ja, roll runter! Nee! Mach dich weg da! Nee, aber ich kann den halt auch nicht da wegzaubern. So, das geht nicht. Keine Brücke würde den hier wegschicken.
Das ist das Ding. Interessant, dass er sich so ein bisschen bewegt noch. Und gerade fast ausgelöst hätte, dass das Ding einfach hochfährt. Einfach von selbst, weil er es kann. Ja, wenn es, wie gesagt, der Vergangenheitswürfel, der Zukunftswürfel wäre, wäre das cool. Weil dann könnte ich den bewegen und der ist weg. Aber der Vergangenheitswürfel darf vorher nicht verschwinden. Das heißt, ich darf den vorher nicht bewegen. Aber der ist ja der, der hier oben blockt. Und das geht nicht. Also muss der Vergangenheitswürfel genauso wie gerade eben der sein, der hier blockt, der sein, der da runterfällt. Und dann muss ich den bewegen. Aber wo setze ich den dann hin, dass ich ihn nachher bewegen kann? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich glaube, das geht mit zwei verschiedenen Brücken. Ja, ich glaube, ja, ich brauche das Zeitportal. Ich brauche das Zeitportal nochmal. Ich lasse jetzt einfach mal hier drauf, weil da ist der gerade ganz cool. So. Wenn ich jetzt in dieser Zeitlinie... hier den gleichen Quatsch mache wie in der anderen. Und jetzt das hier durch das Zeitportal schicke. Wieso ist der... Wo ist der jetzt? Ach, der... der liegt jetzt... Liegt jetzt da unten. Aber ihr seht, jetzt ist nämlich das andere Portal noch da. Versteht ihr? Jetzt ist das andere Portal noch da. Und dann kann ich über das Zeitportal... kann ich das weiter runter machen und kann den dann verschwinden lassen. Das ist die Lösung, meine Freunde. So, jetzt muss ich nur wieder nicht in der Zeitlinie, sondern in der. Muss ich nur wieder hier hoch. Jetzt haben wir es aber wirklich. Und wenn ich nicht nochmal fallen lasse, dann ist auch alles cool. So, genau da ist der andere Würfel. Jetzt kann ich hier drauf. Jetzt lasse ich den vorsichtig fallen.
Wieso ist der jetzt so komisch gefallen? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ja, jetzt passt's. Jetzt gehe ich hier drauf und jetzt lasse ich den anderen einfach verschwinden. You are a very smart test subject. If the universe really was deterministic, we would have already known the outcome of this test, which might make this compliment seem unnecessary. If you feel that you have been receiving too many compliments, feel free to ignore the previous statements. Holy moly 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 moly. So, jetzt lade ich das nächste gleich und dann sind wir das nächste Mal gleich dort. Oh Gott, ey. Jetzt kommen bestimmt noch die Tunnel und dann kommen noch die Gele. Ich gehe noch gar nicht weiter. Ich will es gar nicht wissen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.